Gatling. Gatling. Die Atomrakete, wie gesagt, das ist quasi meine Notreserve. Die halte ich mal in Einsatzbereitschaft. Wenn er nämlich meint, den Scud-Sturm weiterzubauen, dass wir sofort reagieren können. Oh, was ist denn da los? Tu mir mal einen Gefallen, bevor du da weitermachst, bau bitte erstmal einen Propagandaturm, damit du dich auch selber mal behandeln kannst. Aber der muss ja selber kräftig einstecken. Und es scheint mit der Passage echt gut zu funktionieren. Da kommt nichts mehr. Einheit verloren. Jo, das war ein Säuretraktor. Beziehungsweise Antrax eigentlich. Oh, sollten wir das echt schaffen, Alter. Das wäre so geil, wenn wir das durchziehen könnten. Echt. Würde es nämlich beim nächsten Mal tatsächlich dann mit Stunde 0 losgehen. Einheit wieder verloren. Mit den USA. Also die USA haben wir dann zweimal hintereinander. Deine Bomben hier bitte abwerfen. Oder deine Bombe. Du hast ja nur eine Bombe. Aber die Bombe haut kräftig rein. Und dann werden wir uns darauf konzentrieren, dass diese verschanzten Gebäude mal leergeräumt werden. Damit wir da nämlich in Zukunft Dings machen können. Dass wir da einfallen können. So. Wie, ihr seid verletzt. Sofort ins Lazarett. Und wisst ihr was? Einfach... Ach, scheiße, ich kann es mir gerade nicht leisten. Ich bin schon wieder blank. Wieso bin ich blank? Kann ich nicht sein. Hallo? Nein, tut er nicht. Also nicht in Wirklichkeit. Wir bauen nämlich zwei Flugplätze nebeneinander. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie einfach Bock drauf. Einfach mal zwei Flugplätze nebeneinander zu bauen von beiden Fraktionen. Ich will es einfach mal machen. So eine Chance hat man ja nicht jeden Tag. Das ist echt eine geile Kombi, echt. Und ich finde das so geil, dass er das nicht nachbaut. Finde ich echt klasse. Finde ich echt gut. Okay, A10-Angriff. Räumt bitte mal das Gebäude leer. Und er hat den Waffenhändler wieder aufgebaut, das war klar. Okay. Team 2. Ich hatte ja eigentlich noch ein Team 1, aber das ist ja leider zerstört worden. Die Paladin-Panzer. Dann werde ich die nämlich gleich mal in Stellung bringen. Aber es scheint tatsächlich, dass er die Atomrakete, dass er die Dings nicht aufbaut, den Scud-Sturm. Würde ich sagen, Atomrakete rauf da. Atomrakete abgefeuert. Ich weiß, so viel zur Reserve. Jo. Meine Güte, der Anschlag geht aber echt schnell. Das geht ja echt schnell. Kurz und schmerzlos, rauf da, fertig. So kommt mir das vor, echt. Ist kein Witz. So, und ironischerweise ist die Partikelkanone auch gleich bereit. Die kann ihnen nämlich gleich mal den Rest geben. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Dann braucht der Gegner sich nämlich gar nicht erst die Mühe machen. Vor allem, die brennt noch ein bisschen nach. Das finde ich richtig cool. Das auch gleich nochmal mit. Und die zweite Partikelkanone ist auch einsatzfähig. Jawohl. Die kommen da nicht durch. Das ist gut. Kümmer dich mal bitte um den Waffenhändler. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Ach, der hat eine Bombe gebaut. Okay. Upgrade aktiviert. Hervorragend. Hä? Bombe? Was? Können auch Bomben da reinstecken? Interessant. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Okay. Der Gegner hat einen Fehler aufgedeckt. Ein Bunker reicht nicht aus. Upgrade aktiviert. Gut, dann bauen wir ganz einfach zwei daneben. Zwei nebeneinander. Ganz einfach Kiste. Bunker 1, Bunker 2.
Ihr geht gleich wieder rein. Hallo? So. Atomrakete Nummer 2 ist voll einsatzfähig. Wunderbar. Wie, die Kaserne steht wieder. Warnung, Atomrakete abgefeuert. Frechheit! Also die Idee mit Dauerbeschuss schien echt gut zu sein. Nicht, dass ich mich jetzt gerade selber loben will. Wieso kommen jetzt auf einmal so viele eigentlich? So viel habe ich doch gar nicht bestellt. Egal. Ja, ich weiß, ich übertreibe überhaupt nicht mit den Hackern. Nein, wie kommt ihr denn darauf? Stehe ich gar nicht. Wie kommt ihr denn auf die Idee? Ihr könnt schon mal in Position gehen und es werden nochmal 6 weitere gebaut. Denn dafür habe ich die viele Kohle, damit ich sie auch investieren kann. Das sind jetzt die Massenbeförderungen, die jetzt reinklackern, hätte ich jetzt fast gesagt. Comanches zu bauen lohnt sich nicht, weil die werden eh nur runtergeholt reinweise. Apropos reinweise runtergeholt. Ich bräuchte mal einen USA-Bulldozer. Danke, genau dich. Bau mir mal bitte ein Gefangenenlager. Ich will mal wissen, was der Gegner so insgesamt hat. So, ihr greift mal bitte das Gebäude an. Ja, es war klar, dass ihr das wieder aufbaut. Das war so klar. Sein Nachschublager ist leer. Das ist gut. Der hat sogar ein Hospital da. Okay. Und dann können wir nämlich sehen, wo er was hat. So, die Benzinbombe, die würde ich sagen, die setze ich mal hier ein. Ich weiß nicht, ob mir das weiterhilft, aber es dürfte mir weiterhelfen. Die beiden Gebäude, da ist nämlich was drin. Ich finde das geil, dass er irgendwie seine Kommandozentrale komplett vernachlässigt. Ja, das ist ein... Ja, das ist ein bisschen was, ja. Ich finde das nur interessant. Wo hat er denn hier noch, Ach, hier sammelt er irgendwo noch. Da ist ein Nachschublager, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich ehrlich nicht gesehen. Oh, deswegen verschwende ich nicht meine Partikelkanone. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Du zerstörst die Kommandozentrale. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass die Kommandozentrale mehr standhält. Das war schon klar. Oh, wunderbar. Wunderbar. Reißt sie noch richtig schön seinen Dings mit weg. Und jetzt hier noch den Waffenhändler. Einheit verloren. Oh! Was hat denn der Einzelne da gemacht? Oh Leute, was macht ihr denn da? Ihr fahrt euch ja total fest, oder was? Was macht ihr denn da? Fahren sich da total fest. Was ist denn da los? Der eine stand da ganz alleine. Kein Wunder, dass er weggehauen wurde. Wenn er da ganz alleine steht. Die Atomrakete ist bereit. Sehr schön. Nee, also wie gesagt, ich mache dazu nochmal ein Let's Schnacken. Ich habe auch schon... Ja, wir bauen mal einen Aurora-Bomber. Komm. Ein paar mehr. Warnung, Atomrakete abgefeuert. Stehen die Gebäude noch? Ein steht nicht mehr. Das andere steht leider noch. Blöd. Das ist blöd. Da werden hundertprozentig Raketenwerfer drin sein. Kann man leider nicht sehen, was da drin ist, aber da sind hundertprozentig Raketenwerfer drin. Kommt, greift an. Natürlich sind da Raketenwerfer drin. Wohin jetzt?
Warum sind die Propagandatürme drin? Oh, Leute. Also sowas Dämliches, echt. Also die KI ist echt eine Katastrophe. Ellie. Einheit verloren. Fahr zum Propagandaturm. Der Waffenhändler steht immer noch. Wie macht er das? Also ich werde mein Abschlussresümee noch nicht abgeben. Das mache ich später dann. Es gibt ja Mitwirkende. Das ist ja nicht das Problem. Also da können wir da notfalls reingehen, dann kann ich mein Abschlussresümee ziehen. Da ich das ja sowieso alles zu einer Playlist später machen werde, sollte das kein Problem sein. Jo! Diese scheiß kleinen Einheiten. Mann. Einheit verloren. Oh Leute, fahrt doch einfach hoch, ey. Meine Güte, was ist daran so schwer? Meine Güte. Kann man sich damit so schwer tun? Wir haben übrigens 3 Superwaffen in Einsatzbereitschaft. Nur mal so. Sehr schön. Und jetzt schaltet den Skatsturm aus, den braucht er nicht mehr. Wunderbar. Wie schnell er das nachbaut vor allen Dingen, es ist unglaublich. Ich würde mich echt mal interessieren, wie viel Kohle der Kerl hat. Also die Propagandatürme, die sind echt dämlich gewesen. Also die fahren sonst wohin, die sind ganz vorne, obwohl sie gar nicht sein sollen. Also, weiß ich nicht. Also, schwierig. Echt, echt schwierig. Aber ich glaube, die 3 kommen ganz gut zurecht. Hauptsache, ich verstehe erstmal Nottor. Kann man mal sehen, wie durch ich bin hier. Meine Güte. Aber es kommt tatsächlich so, dass die WA 12 Parts haben wird wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Mach Sound. Kann aber auch sein, dass es weniger ist. Ich wollte gerade sagen, hä? Keine Tunnelanlage und trotzdem sind da Infanteristen? Oh, ich glaube, das war's. Wir haben den Gegner gebrochen. Er hat keine Produktionsstätten mehr, seine Kommandozentrale ist weg, er hat keine Bauarbeiter mehr, das war's. Er ist erledigt. Yes! Auch das haben wir geschafft. Sehr schön. Und das auf Mittel, Freunde. Das auf Mittel. Ich möchte das nochmal dazu betonen. Gut, dann werde ich nochmal die Partikelkanone einsetzen. Warnung, Partikelkanone. Ach, guck mal an, da hat er noch jede Menge Bauarbeiter. So viel dazu. Er ist also noch nicht am Ende. Leute, was macht ihr da? Meine Güte nochmal, ey. Zerstört sein scheiß Geheimlager. Ihr sollt das Geheimlager zerstören. Danke. Irgendwo hat er noch was. Einsatzziel erreicht. Sie haben gewonnen. Freunde, das war's. Auch die westliche Allianz ist durch. Und das weit vor dem Zeitende. Sehr schön. Und wir haben bei Weitem nicht so viele Einheiten von ihm weggehauen wie bei der chinesischen Kampagne. Sehr schön. Auch die westliche Allianz ist durch. Das heißt, wir haben das erste Spiel des 13-Let-Schnackens, was Strategie angeht, durch. Ich mache jetzt nochmal die Mitwirkenden an, damit die nochmal gewürdigt werden. Wir haben
Generäle abgeschlossen, alle drei Fraktionen sind beendet. Die Musik ist übrigens nicht von Frank Klipacki, eins der wenigen Command & Conquer-Spiele, das nicht von Frank Klipacki die Musik erhalten hat. Vielleicht sehen wir ja noch, von wem die gemacht wurde. Es war auf jeden Fall jemand anderes. Ja, also das Spiel. Also gegenüber Alarmstufe Rot 2 ist es eine erhebliche Steigerung, definitiv. Nicht nur was das Grafische angeht, auch was das Gameplay angeht. Und ich wurde von dem Markus H., liebe Grüße an dieser Stelle, wurde ich übrigens korrigiert, denn das System von Generäle wurde einmal in einer leicht abgeänderten Version später noch übernommen, nämlich bei Alarmstufe Rot 3. Damit werden wir uns auch noch befassen zu gegebener Zeit. Ja, insgesamt macht das Spiel richtig viel Spaß. Auch wenn ich dazu sagen muss, jetzt werden wahrscheinlich viele fragen, warum hast du auf Mittel gespielt und nicht einfach auf Normal? Normal spielen kann ich auch im Privaten. Das ist nicht das Ding. Bloß, ich wollte hier jetzt so eine gewisse Herausforderung haben. Ich weiß, jetzt werdet ihr sagen, warum schreist du dann wie so ein Irrer? Ja, ich neige dazu. Das ist leider so. Klingt jetzt ziemlich billig, aber ist leider so. Ich habe ja zum Beispiel gestern Abend habe ich ein Gefecht gemacht. Da haben meine Truppen auch wieder ein bisschen Scheiße gebaut. Und da habe ich auch gleich wieder rumgebrüllt wie so ein Irrer. Also nicht ganz so schlimm, aber... Also nicht so schlimm wie bei der chinesischen Kampagne. Aber dennoch nicht ganz ohne. Ja. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt jetzt dadurch nicht so viel verpasst. Ich glaube aber mal nicht, dass ihr so viel verpasst habt. Durch den kleinen, ne? Weil ich einmal... Ich habe einmal den zweiten Bildschirm berührt und schon zack, Aufnahmeende. Ja, toll. Scheiße. Das ist der Nachteil, wenn man mit Shadowplay aufnimmt. Wurde ich übrigens schon gefragt, ob ich mit OBS aufnehme? Nein, ich nehme mit Shadowplay auf. Und mit Order City in Verbindung. Ja, wie gesagt, also die Musik mega geil, auch schön fraktionsspezifisch, sehr schön gemacht. Auch was das Briefing angeht. Jetzt komme ich zu den negativen Punkten. Allen voran geht natürlich die Zensur. Und zwar, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, die Zensur wurde so ein bisschen halbherzig gemacht. Warum halbherzig, kann ich euch gerne sagen. Also wir wissen ja, die Soldaten sind alle Cyborgs und bla, das ist ja alles schön und gut. Auch die Synchro haben sie dementsprechend angepasst, was schon mal sehr interessant ist. Schönes Detail, dass sie die mit angeglichen haben. Aber ein Problem habe ich, beziehungsweise mehr Probleme. Erstens, wenn ich die Fraktionen umbenenne, statt USA, westliche Allianz, statt asiatischer Pakt China und statt IBG, statt GBA, IBG, aber sie trotzdem im Briefing den selben Namen lasse und auch von der jeweiligen Einheit, die einen unterstützt, den Namen lasse und sogar von der Kommandoeinheit, war ja eine chinesischen Kampagne, glaube ich, da fiel der Originalname der Kommandoeinheiten, also statt Blackbot war da, glaube ich, Schwarzer Lotus zum Beispiel oder der IBG, ich vergesse den Namen jedes Mal. Oder auch von dem Battlemaster, dass der Faust Maus genannt wurde. Schwierig. Genauso auch, was die Länder angeht. An der Kampagne zu Beginn der westlichen Allianz. Twin Sword City. Wir müssen Bagdad befreien. Ja. Also, ich muss tatsächlich sagen, die Zensur haben sie zwar ganz nett umgesetzt, aber es sind viele Fehler dabei. Viele Fehler. Also, da hätten sie auch genauso gut die Zensur entweder gleich ganz lassen können. Dann wäre es weiter indiziert gewesen. Ich weiß, mittlerweile ist es ja wieder runter seit 6 Jahren. Ich habe mal geguckt, 2013 kam es vom Index runter. Tatsächlich, interessant. Ja, was ist mir noch aufgefallen? Ja, die KI der Einheiten ist so ein bisschen merkwürdig. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Und vor allem, was ich auch blöd finde, ich meine, das konnten sie damals wohl nicht wissen, diese Zwei-Bildschirm-Geschichte. Wenn du einen zweiten Bildschirm hast, dann bist du echt am Arsch, weil dann musst du nämlich mit den Pfeiltasten steuern. Ist so ein bisschen blöd. Aber ich glaube, damals konnten die einfach nicht wissen, dass es irgendwann mal Spiele gibt, die mit zwei Bildschirmen spielen. Würde ich jedenfalls mal vermuten. Also es sei dem verziehen, den Entwicklern. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, vom Gefühl her, wenn ich die drei Kampagnen vergleiche, würde ich sagen, ist die chinesische die schwerste. Vor allem, was die letzte Mission angeht. Gefolgt von der IBG und die der WA oder beziehungsweise der USA ist die einfachste. Also hatte ich das Gefühl. Also so schwer war die jetzt wirklich nicht.
Also wir sind da regelrecht, wir haben uns ja nachher wie so ein Messer durch die, wie so ein heißes Messer durch Butter geschnitten bei der Festung. Das war ja Wahnsinn, also wir waren ja schneller durch, als ich dachte. Ich hätte echt gedacht, wir würden die vollen 2 Stunden verbringen daran. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen tatsächlich, was Generäle angeht. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich grüße an dieser Stelle alle Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play angeschaut haben, wie auch das Let's Play der anderen Fraktion. Okay, ich habe bei dem Chinesen und bei den Terroristen habe ich ordentlich geraged, gerade was die letzten Missionen angeht. Das tut mir auch leid im Nachhinein. Bei der westlichen Allianz ging's. Und jetzt wird es unglaublich warm. Ich weiß, das ist jetzt eine mega wichtige Information, aber ich wollte ich einfach mal reinwerfen. Jetzt kommt die Ironie. Beim nächsten Mal zocken wir dann Generäle die Stunde 0. Und jetzt kommt's mit den USA. Ihr hört richtig, es wird direkt mit den USA weitergehen, aber in Stunde 0. Vielleicht auch auf Mittel. Ich gehe sogar mal davon aus, dass es auf Mittel stattfinden wird. Es gibt aber einen Vorteil, ich kenne die Szenarien besser. Und zwar, ja, ich will jetzt nicht sagen wesentlich besser, weil ich habe das Spiel auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich kenne sie besser. Definitiv. Also ich denke mal... Mal schauen, wie ich mich da anstellen werde. Gut. Und ich würde dann sagen, falls ihr noch abstimmen wollt, das Let's Schnacken Nummer 13 ist in der Videobeschreibung. Also falls ihr noch abstimmen wollt, welcher General vorkommen soll, ich habe da eine Infokarte eingerichtet, da steht die Abstimmung drin. Da könnt ihr dann auch, wenn ihr abgestimmt habt, sehen, welcher General gerade vorne liegt. Aktuell ist es General Alexander, westliche Allianz, ne? Oder USA. Also ihr scheint momentan große amerikanische Fans zu sein irgendwie, ich weiß auch nicht. Also wie der Raptor schon sagte, für unsere Fans da draußen. Also die Sprüche der Einheiten, mega, das muss ich auch nochmal sagen. Also die Sprüche der Einheiten, die sind auch klasse. Von den Ranger, hier kommt der Problemlöser. Also richtig geiler Spruch. Den habe ich damals so geliebt, dass ich deswegen den Problemlöser bei Crash begründet habe. Wahnsinn. Unglaublich. Wie gesagt, es wird noch ein kleines Let's Schnacken folgen, nicht wegen neuer Projekte, sondern wegen ein paar Sachen, die ich euch erzählen wollte. Das mache ich dann aber extra, das hat hier nichts viel zu suchen. Alice läuft weiter parallel zu Generäle. Das wird auch noch bis zum 29. der Fall sein, danach startet Kingdom Hearts. Und danach wahrscheinlich Naruto Ultimate Ninja 2, weil Ratchet & Clank, habe ich ja schon gesagt, wird rausfallen. Bis auf weiteres. Und wie lange gehen die Credits eigentlich? Ist ja Wahnsinn. Nicht, dass das hier jetzt so Alice Madness Returns Manier ist, dass das hier jetzt 20 Minuten nur Credits sind. Das wäre ja Wahnsinn. Nee, also wie gesagt, das ist das erste Spiel, das nicht mehr von Westwood kommt, sondern das rein von EA kommt. Hier nennen sie sich ja noch EA Pacifics. Später wurden sie ja nochmal umbenannt in EA Los Angeles. Aber sie haben weiter an Command & Conquer gearbeitet und vor allen Dingen, ich bin sehr gespannt, so ganz nebenbei, was das Remastered angeht. Da habe ich ja jetzt tatsächlich ein paar Informationen noch vom CP bekommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich grüße euch alle da draußen, die ihr dieses Let's Play geschaut habt. Vor allen Dingen grüße ich zum Beispiel den Markus Hart, der ja versucht, mit Tipps zur Seite zu stehen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Also ich freue mich immer, wenn ich Tipps kriege, auch wenn das manchmal in den Kommentaren, wenn ich antworte, nicht so wirklich rüberkommt. Aber es ist so, ich freue mich da immer drüber. Dann grüße ich natürlich auch den Scarfon, den Garnus. Der schaut ja auch fleißig zu. Die Marion, die guckt auch fleißig zu, das weiß ich. Die Sabrina Becker, die holt immer fleißig nach. Das weiß ich auch. Und alle anderen Zuschauer, auch wenn ich euch nicht erwähne, fühlt euch herzlich gegrüßt. Ich grüße auch zum Beispiel den Zepi, sollte er sich das im Nachhinein anschauen, das weiß ich nicht. Liebe Leute... Das war's mit Generäle. Ich würde sagen, ich zeige euch nochmal kurz den Orden. Den Orden der westlichen Allianz müsst ihr jetzt, genau, der ist freigeschaltet. Und ich kann euch das übrigens nochmal zeigen. Hier seht ihr das. Ich habe nämlich 2 Gefechte gemacht, seht ihr ja hier auf 2 Karten. 1 gegen 1. Und dann kriegt man nämlich diese Sterne. Also einmal den bronzenen Stern, das ist eben halt, wenn man gegen eine normale KI antritt. Den silbernen, wenn man gegen eine mittlere KI antritt. Oder aber ihr spielt gegen einen schweren, dann gibt es die Goldmedaille. Und das ist richtig schwer. Jedenfalls für Spontanspieler. Also wenn ihr Pros seid, dann wird das für euch wahrscheinlich kein Problem sein. Für mich ist es das. Aber egal. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt. Command & Conquer Generäle Stunde 0. Oder die Stunde 0, sollte ich eher sagen. Und ich würde nun einfach sagen,
Euer Lars sagt ciao mit dem Geballer hier im Hintergrund. Ja, und ich würde sagen, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Auf weiterhin.